Willkommen zur 21. Folge des Let's Play Civilization 3. Ich bin der Mitgezwitschert und wir sind im Krieg. Und zwar mit Engländern, Russen und Franzosen gleichzeitig. Und wir sind massiv dabei aufzurüsten. Aber, ganz großes Aber. Hier in dieser Region haben wir echt eine arge Menge an Feinden, die sich hier sammeln und die uns angreifen wollen. Vor allem tun sie hier eines, sie machen die ganzen Straßenverbindungen kaputt. Und das kommt mir auch, das macht mir auch zu schaffen, dadurch, dass ich so natürlich die Ressourcen nicht mehr bekomme, die ich hier in diesem Bereich bisher erwirtschaftet habe. Genau, ich gucke jetzt mal eben nebenbei, ob die Städte hier wieder. Okay, ist schon alles in Ordnung. Ich überall schon mal reingeguckt. Ja. Gut, dann fahren wir fort. Den Einheiten werden wir hier runtergehen und die Russen angreifen. Die Kavallerien werden hier nach oben gehen. Ja, und hier sieht es schon mal ganz gut aus. Natürlich auch als erstes ein Gericht. Hier wollte ich noch eine zweite Stadt bauen. Also ich könnte ja hier auch eine Stadt bauen, aber ich glaube, das ist vergebliche Liebesmüh auf einer Eisfläche zu bauen. So, die Einheiten werde ich hier jetzt warten lassen. Diese soll sich eben generieren. Regenerieren. Auch Siedler. Achso, der ist jetzt hier runtergereist, um sich zu schützen. Okay. Plötzlich wollen sie Frieden mit mir. Aber ich habe gerade massiv aufgerüstet. Irgendwie bin ich jetzt nicht so dran interessiert. Not a chance. Ja, Theologie kriegt ihr aber nicht von mir. Oder kriegt ihr das doch von mir? Wäre natürlich schön, wenn ich diese Einheiten loswerden könnte von den Engländern. The English fears our cavalry. Ihr habt mir schon so viel kaputt gemacht, dafür muss es Rache geben.
Revenge, Revenge. Da ist der Hafen fertig. Jetzt bin ich hier mit allem fertig. Okay, ich könnte das Shakespeare-Theater bauen. Das dauert auch vergleichsweise wenig mit seinen 27 Runden. Geht vergleichsweise schnell, wollte ich sagen. Ich baue hier erstmal noch so einen Musketman, weil der hat bloß eine Verteidigungseinheit. Das muss ja nicht sein. Ich werde mit den Einheiten mal auf den Berg gehen. Zweiten Masked Man. Und dieser kommt hier nach oben. Das ist ein schlechter Standort für eine Stadt. Ich werde jetzt erstmal hier weiter gucken, was kann ich denn hier noch angreifen? Ich werde hier den Bogenschützen, damit kann ich den Krieger fertig machen. Irgendwelche weiteren Möglichkeiten. Sieht jetzt erst einmal nicht so gut aus. Bevor ich mit diesem Schiff hier weiterfahre und den zwei Siedlern, werde ich mal gucken, wie es hier mit den Inseln ausschaut. Hier sind nämlich welche. Da bin ich schon bei einer gelandet.
Oha. Okay, jetzt wurde mir tatsächlich eine Stadt geklaut. Eine sehr kleine, von daher nicht so schlimm. Und eine weitere Stadt. Bonn hat den Marktplatz gebaut. So, jetzt haben wir Magnetismus entdeckt. Wir sind jetzt in der Lage, über Hafen, quasi über Häfen, Städte zu verbinden und Rohstoffe zu transportieren. Und unsere so Karavellen, die können auch den Ozean sicher umsiedeln, umfahren, umschiffen. So ist das richtige Wort. So, außerdem sind wir jetzt in der Lage, in der Industriezeit weiter zu forschen. In der Zeit der Industrialisierung. Jetzt werde ich erstmal schauen, was jetzt hier sinnvoll ist, als nächstes zu erreichen. Sind hier am Anfang leider überhaupt keine Einheiten. Okay. Hier bei Nationalismus gäbe es den Riffleman, der dann quasi mein, wie heißt denn der? Hier diesen einfachen Schießtypen ersetzt. Wo ist er denn überhaupt? Ich sehe jetzt gar nicht. Ach hier. Genau. Den Musketman, der wird dann ersetzt durch den Riffleman. Das ist doch gar nicht so schlecht. Also werde ich jetzt mal Nationalismus erforschen, auch wenn mir das innerlich widerstrebt. Wir sehen, unsere Städte werden hässlich und haben qualmende Schornsteine. Und wir bekommen auch gleich Nationalismus geschenkt, weil wir ja das neue Zeitalter erreicht haben. Und Nationalismus can mobilize for war. Ach so, die Staatsform nehme ich an. Ach so. Mobilize economy for war. Okay, es gibt einen Mobilization-Button. Okay, dadurch gewinnt man oder bekommt man schneller Einheiten. Okay, was machen wir als nächstes? Was lernen wir als nächstes? Chivalry brauchen wir im Grunde nicht. Das erforschen wir dann irgendwann so mit, wenn es gerade sein muss. Ja, Kommunismus ist eine ganz nette Staatsform, so als Upgrade zur Monarchie.
Aber da könnte ich auch gleich Demokratie nehmen, also zumindest wenn ich wieder im Frieden bin. Jetzt wäre es natürlich die geeignetere Staatsform. Schienen wären nicht schlecht. Dann kann ich also mit Arbeitern Schienen produzieren. Schienen sind in der Lage, Städte halt noch schneller zu verbinden oder besser zu verbinden, sodass Einheiten über Schienen von der einen Karte bis zur anderen Seite der Karte in einem Zug sich bewegen können. Also über Schienen werden halt keine Züge verbraucht. Nicht Züge im Sinne von der Bahn, sondern Züge im Sinne von diesem Spiel zu Zügen. Außerdem komme ich Kohle hinzu. Ja, das lässt sich natürlich im Krieg auch ganz gut gebrauchen. Das Negative ist, dass mir dann die hängenden Gärten hier verloren gehen. Ich werde das jetzt erstmal bauen. Gehen mir halt die hängenden Gärten verloren. Aber das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Okay. So, mitten im Krieg. Städte verloren und trotzdem sind meine Leute immer noch so glücklich, dass sie mir meinen Tempel weiter ausbauen wollen. Und da lasse ich mich nicht lumpen. Und mach das doch. Pleite sind wir auch. Mal so ganz nebenbei. Die nächste Kavallerie fertig. Unsere Arbeiter sehen jetzt auch anders aus und sie arbeiten auch schneller, glaube ich. Ja, und die erste Job von diesen Kavallerien sollte es sein, Jena wieder zurückzuerobern. Die Einheit sollte sich eben regenerieren. Da haben wir die verfluchten. Auch unsere Bevölkerung sieht nun anders aus, wie wir sehen. Okay, wenn ich den Musketman jetzt wieder zurückhole, kann ich hier als nächstes erst einmal den Marktplatz bauen. Scheiße, das war jetzt auch so nicht geplant. Und das war auch so nicht geplant. Aber da ist es nicht schlimm, weil da rennen keine Feinde rum. Ach so, der Siedler, gut, festsetzen. Gut, die Arbeiter kann ich auch aktivieren und automatisieren. Kommst zurück.
Hannover muss ich noch die Ordnung wiederherstellen. Sieht jetzt anders aus. Nicht mehr wie so ein griechisches Gebäude. Ich weiß nicht, was das Draft bedeutet. Okay, hier sind jetzt keine Gegner mehr, daher kann ich die Einheiten wieder schneller und automatisiert bewegen. Der muss sich regenerieren. Die restlichen Einheiten, mit denen werde ich jetzt so langsam mal bei den Russen einwandern. Da fällen die jetzt die Bäume. Ob das so eine gute Idee ist? Muss ich gleich mal gucken. Elefanten, worauf laufen die denn? Dann was ist das hier? Terrain-Info, Wald. Dann haben wir unsere Ressourcen, die Luxusressourcen. Wald und Plains. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Nicht, dass sie hier die Elefanten wegmachen. Das wäre ja super uncool. Na, mal schauen. Muss ich mal drauf achten. So, jener gehört wieder mir. Ist die Frage, wie lange? Ist noch was zu holen. Mehr die Kanone nutzen. Ach so, die ist schon benutzt. Thank you.
Sehr gut. So, mit diesen Einheiten gehe ich jetzt hier von Bord. Halt, alle abladen. Und du kannst die Gegend erkunden. Das war zu erwarten. Also unsere Kavallerie bewährt sich auf jeden Fall. Okay, einer hat es nicht überstanden. Die Russen wollen mit uns reden. Ja, nö. Ihr habt angefangen und jetzt müsst ihr es ausbaden. Gut. Hier ist die Bank fertig. Ja, dann kann auch diese Stadt übergehen zur Kavallerieproduktion. Dieser Riffleman hier. Den werde ich gleich noch befestigen. Ich hoffe, ich kriege die Stadt verteidigt. Ja, jetzt hat die dummerweise dieser Barbare mich aus dem automatischen Laufmodus herausgebracht. Weitere Kavallerie. Sehr gut. Alles nach oben. Du gehst hier zu den Russen. Da ist eigentlich schon ein ganz guter Standort, aber ich möchte ja gerne das Weihrauch haben. Von daher wäre vielleicht das hier ein sehr guter Standort. Oder hier. Ich muss mal gucken, ob ich es überhaupt noch bekomme. Der wird jetzt automatisiert. Der hat sich erholt und kann jetzt mit angreifen. Diese Einheit werde ich ja mal hier mit nach Köln holen.
die gleich mit. Der wird automatisiert. Der bleibt festgesetzt. Hier gibt es jetzt auch noch eine Karavelle. Was haben wir hier noch so für Einheiten? Die werde ich mal alle aktivieren. Und automatisieren. Werde ich mal einen einsetzen, um das Dorf zu holen. In der Hoffnung, dass dort keine Barbaren drin sind. Weil sonst war es das ganz schnell wieder mit dem Dorf. Oha, nur noch ein Lebenspunkt. Jetzt hat er wieder zwei. So ein Glückskind. Auch die Kavallerie hat nur noch einen Lebenspunkt. Das ist schon ein besserer Standort. Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass das so nichts mehr wird. Ja gut, dann werde ich hier in das Eck gehen. Mit diesem Siedler. Ja, und die Arbeiter unterstützen dort natürlich und der wird diese Stadt verteidigen. Hier muss ich mal einen. Genau, ein Swordsman wecke ich mal da. Hat er nicht geschafft, das ist schlecht. Dafür hat der andere noch einen Lebenspunkt dazu bekommen. Versuche es mal mit dem Longbowman. Der hat es geschafft. Leider auch noch nur ein Radius von 1. Scheiße, das war wieder ein Klickfehler, verdammt. Mann, ey. Na, sowas nervt. Also der doofe Kanone kann sich natürlich nicht verteidigen. Glaube ich zumindest. Ich kann ja mal an der Zivilclubedia gucken, aber ich glaube, die Kanone hat keinen Verteidigungswert. Das ist jetzt natürlich sofort kaputt. Genau, Defense 0. Ja, wieder ganz großes Kino mit diesem Klickfehler. Super toll. Ja. So, Army first.
muss ich erstmal eine Weile Überzeugungsarbeit leisten, dass ich doch ein ganz netter bin. Ja, wie sieht es denn sonst hier aus? Hier haben wir noch einen Longbowman, der kann jetzt hier raus. Wenn jetzt die Runde noch nicht um ist, kann ich da noch ein... Ich glaube, sie ist um, sonst würden hier nicht so viele, ja, genau, nicht so viele Feindeinheiten bewegen, wie sie es tun. Hier ist die Universität fertig, fehlt noch ein Marktplatz. Die Armee kann sich hier mal kurz regenerieren, genauso wie die Kavallerie. Ziehe ich mal einen Musketman raus und stelle ihn dahin. Ja, langsam wendet sich das Blatt. Klar haben sie jetzt irgendwie ganz schnell eine Stätte von mir eingenommen. Aber meine technologische Überlegenheit zahlt sich halt auch aus. So, die Armee ist auch regeneriert, dann geht der Angriff weiter. Oh, die ist ja noch gar nicht regeneriert. Naja, dann geht der Angriff eben trotzdem weiter. Aus irgendeinem Grund habe ich hier einen Musketman. Ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt. Aber ich habe auch einen Siedler. Hey! Dann baue ich doch hier die Stadt, die ich bauen wollte.
Ich glaube, die habe ich dahin geschickt irgendwann mal. Wie nenne ich diese Stadt? Ja, das ist wieder nicht so einfach. Wie kann ich denn diese Stadt jetzt nennen? Ich habe jetzt echt langsam, gehen mir die Namen aus. Gibt es noch deutsche Städte? Habe ich schon meine eigene genommen? Anscheinend nicht. Naja, dann ist das wohl Potsdam. So, und hier wird natürlich als erstes ein Courthouse gebaut. Und der kann hier gleich mal Straßen bauen zu den tollen Ressourcen. Und hier war doch noch so eine Insel. Genau, hier. Hier ist ja jetzt inzwischen alles vollgebaut. Daher fährst du jetzt zu dieser Insel. Da ist die Uni fertig. Als nächstes den Marktplatz. So, dann hat sich doch hier unten tut sich auch was. Jetzt ist es doof, dass ich den schon da hochgezogen habe. Jetzt könnte ich noch angreifen. Den ziehe ich mal hier runter. Okay, die verteidigen Köln sehr gut. So, und jetzt kommt ist die Frage, ob hier Barbaren drauf sind oder ob ich Glück habe. Ja, habe ich Glück gehabt und etwas Gold bekommen. Das ist auch schön.
Kavallerie kann schießen. Einerseits kann sie fliehen und andererseits kann sie schießen, während andere Einheiten vorbeiziehen. Also die Kavallerie ist schon echt ein starkes Ding. Und ich baue gerade noch massenhaft mehr. Und jetzt können wir auch Eisenbahnen bauen. Schauen wir mal, ob ich auch gleich Kohle habe. Wenn ich nämlich Glück habe, dann liegt ein oder liegt Kohle auf bereits auf mein von mir eroberten Gebiet. Und dann hätte ich die Ressource auch gleich. Die Ressource brauche ich zum Beispiel, um solche U-Boote zu bauen, aber das habe ich jetzt auch nicht vor. So, wie ist das große Bild der ganzen Sache? Ja, jetzt werde ich mir erstmal darum kümmern, dass ich hier die das Krankenhaus bekomme, weil ich nämlich dann mit dem Krankenhaus Städte über 12 Bevölkerungseinheiten wachsen lassen kann. Das ist quasi so das zweite Aquädukt. Jetzt noch nicht die richtige Stelle zum Bauen. Oder eigentlich ist sie doch ganz gut. Oder vielleicht hier eine Stadt und hier oben eine andere. Das wäre doch optimal. Gut, dann baue ich hier die erste. Ja, und ich glaube, die automatisierten Arbeiter werden jetzt auch relativ fix dafür sorgen, dass Eisenbahnstrecken gebaut werden. Ich werde jetzt mal gucken, ob meine Elefanten noch da sind. Es sieht danach aus, aber die haben sich hier auch verzogen, weil eine französische Einheit hier ankam und mich bedroht hat. So, und mit dir geht's hier oben hin. Ja, jetzt ist als nächstes St. Petersburg dran. Natürlich wieder zuerst mit der Armee, weil die ja so viele Lebenspunkte hat. So, was haben wir noch für starke Einheiten? Ja. Longbowmen sind stärker im Angriff, also versuche ich es mit dem. Ja, Kiew hat auch eine weitere Kavallerie gebaut. Die ziehe ich auch gleich mit rüber. Und Köln auch. Ich glaube, Köln hat aber noch nicht alles fertig gebaut hier. Deswegen werde ich jetzt mal dazu übergehen, hier einen Marktplatz zu bauen. Köln hat erstmal auf Verteidigung gesetzt. Ich glaube, eine Verteidigungseinheit wäre erstmal noch cleverer vor dem Marktplatz. Ja, mit dem ziehen wir gleich mal. Gut, diese Truppen sind hier schon gut zerschlagen. Können wir gleich mal den Angriff planen. Den Gegenangriff. Vielleicht auf Bordeaux.
Diese Einheit ist nun eine Elite-Einheit. Das finde ich ganz hervorragend. Auch du wirst automatisiert. Okay. Kann sich auch erstmal regenerieren. Und wir greifen weiter St. Petersburg an. Erst einmal mit dem Longbowman. Den habe ich leider verloren. Ja, jetzt habe ich nur noch die Swordsmen. Ich hoffe, die schaffen das. Und sie schaffen es tatsächlich. Sehr gut. Damit habe ich auch St. Petersburg geholt. Jetzt werden mir die Russen wahrscheinlich gleich Frieden anbieten. In welche Stadt ist jetzt eigentlich ihre Hauptstadt gegangen? Aha. In diese also. Ja, gut. Das ist nicht so cool. Dann komm erstmal raus. Gibt es noch einen Resistor? Auch wieder die Automatisierung futsch. Rostock muss ich mal gucken, dass ich mich um die Stadt kümmere. Vielleicht einen Hafen zuerst ganz gut angebracht. Obwohl, die wächst schon schnell genug. Oh, die Armee muss auf jeden Fall jetzt regenerieren. Ja, und wie wir sehen, hat uns dieser Krieg doch gar nicht so viel Ärger gebracht. Also natürlich auf den ersten Moment schon, weil wir haben Jena und Köln verloren. Jena haben wir inzwischen zurückerobert. Köln steht leider noch aus. Ich hoffe, das packe ich demnächst. Aber für dieses Let's Play soll das erstmal genug gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.